PSN-Code kriegt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. Nutzt Energie-Kappa für Rabatt. Link in der Beschreibung. You don't know. Willkommen hier zurück auf No Hand Gaming und heute ist mal der Tag gekommen, an dem ich mich hier hinsetze vor euch. Meine Couch vor meine Kamera, mit der neuen Kamera. Ich hoffe, mit dem Ton funktioniert jetzt alles. Ich hatte ja letztens das Problem, dass das Mikrofon davon nicht ging. Das war einfach kaputt. Ich habe ein neues gekriegt und es funktioniert jetzt. Und ja, Freunde, ich sitze hier heute, möchte ein bisschen was mit euch aufklären. Und zwar ein ganz brandheißes Thema, wo ich auf Twitter vor allem sehr, sehr viele Nachrichten dazu kriege. Wieso streame ich ab sofort wieder auf YouTube und nicht mehr hier auf Twitch, Freunde. Ich wisst ja, ich habe lange auf Twitch gestreamt, ich war Twitch-Partner, bin immer noch Twitch-Partner, bin jetzt aber wieder zurück zu YouTube und die ganzen Subscriber, die mir auf Twitch subscribed haben, fragen mich jetzt natürlich, warum, wieso, weshalb, was soll die Scheiße, wir haben bei dir subscribed. Kann ich auch verstehen, ich hoffe, ich kann die Frage heute beantworten. Ich habe mir gar keinen Text, Zettel oder sowas aufgeschrieben. Ich versuche einfach ein bisschen freie Schnauze zu labern. Das kann ich eigentlich irgendwie am besten. Ihr seht ja, ich laber in jedem Video auch immer unglaublich viel Scheiße und laber einfach drauf los. Ich hoffe, es klappt heute auch. Ich hoffe, ich kann die offenen Fragen beantworten. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit der Story, wie es bei mir angefangen hat. Und ihr wisst ja, etwas jetzt schon her, ein bisschen mehr als 1,5 Jahre, glaube ich, habe ich mit dem Kanal hier gestartet. Und habe damals auch schon angefangen auf YouTube zu streamen. Ich habe damals auf YouTube gestreamt, da glaube ich kaum noch ein, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich war auf jeden Fall einer der ersten YouTube-FIFA-Streamer überhaupt hier im deutschen Raum. Und damals wussten viele noch gar nicht, dass man überhaupt auf YouTube streamen kann. Und die meisten haben noch auf Twitch gestreamt, so wie damals GamerBrother hat auch auf Twitch gestreamt. Da kann ich mich noch erinnern. Da hat er noch Karrierevideos gemacht. Wir hatten noch gar keinen Kontakt miteinander und er hat mit so einem richtig fetten Overlay, das den halben Bildschirm eingenommen hat, auf Twitch gestreamt. Und damals habe ich eben auf YouTube gestreamt, fand aber schon immer die Plattform Twitch geiler zum Streamen, weil man da viel besser mit seinen Usern interagieren kann, mit den Zuschauern, weil es die Subscriber dort gibt, weil es Custom Emotes gibt, was mega, mega geil ist und weil der Chat einfach viel leichter zu lesen ist. Die Plattform war einfach damals, vor allem damals, besser ausgelegt zum Streamen und ist sie heute auch immer noch meiner Meinung nach. Ich habe eben damals auf YouTube gestreamt und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, ey, ich will eigentlich unbedingt auf Twitch streamen. Ich wage den Schritt, auf Twitch zu gehen. Und dann, das war zu dem Zeitpunkt, als ich dann schon mit Teezy und mit Broski und mit Steini vieler Mut hatte, wir davor auch schon die Crew-Streams auf YouTube gemacht haben. Der erste Crew-Stream, da war ich dann noch auf YouTube oder auf Twitch, ich weiß gar nicht genau. Aber ihr wisst ja, irgendwann habe ich den Schritt gemacht und bin von den YouTube-Streams, wo ich viel mehr Zuschauer hatte, mehr Donations gekriegt habe, rüber auf Twitch gegangen. Auf YouTube, die Streams haben unglaublich doll den Kanal gepusht. Man hat da Abonnenten gekriegt wie sonst was. YouTube hat es überall vorgeschlagen, immer noch mittlerweile übrigens. Nicht mehr ganz so doll wie damals, aber immer noch. Und ich bin auf Twitch gegangen, weil ich mir einfach gesagt habe, ey, ich will mir auf Twitch auch noch was aufbauen. Ich will eine geile Streaming-Community haben, wo ich geilen Chat lesen kann, wo ich Subscriber haben kann, wo die Leute nur für die Streams da sind. Dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe angefangen auf Twitch zu streamen und alle immer damals, wieso gehst du auf Twitch, wieso, weshalb, warum? Und ich habe es einfach gemacht und es hat geklappt. Irgendwann bin ich Twitch-Partner geworden. Ich hatte immer meine 1000 bis 2000 Zuschauer, manchmal auch weniger, manchmal auch mehr, kam immer drauf an. Aber es hat mega, mega Spaß gemacht. Und es war auch bis vor kurzem immer noch so. Andauernd wurde ich gefragt, wieso streamst du auf Twitch? Wieso streamst du auf Twitch? Ihr seht man, Twitch hat mir sogar einfach so Twitch-Merch zugeschickt. Das hat mir YouTube nie gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob die das irgendwann machen würden. Auf YouTube ist man einfach so ein kleiner Fussel in so einem großen Ding. Auf Twitch, ich weiß nicht, ob ich auch Bullshit rede, aber auf Twitch habe ich mich auf jeden Fall sehr, sehr wohl gefühlt. Aber wieso, weshalb, warum bin ich jetzt wieder zurück zu YouTube? Das ist die nächste Frage. Also, es ging immer weiter, ich habe immer weiter auf Twitch gestreamt, es hat Bock gemacht, ich hatte über 600 Subscriber irgendwann und dann war ich einfach absolut inaktiv wieder und habe kaum noch gestreamt, habe immer noch die Videos gemacht und bei FIFA war so ein bisschen tot. Dann habe ich nicht so viel gestreamt, habe ich natürlich die Subscriber verloren, ist aber gar nicht so ein Riesending. Ich bin irgendwann wiedergekommen, habe wieder gestreamt, habe wieder Subscriber bekommen, hatte geilen Chat, geile Zuschauer. Der Chat auf Twitch ist so geil zu lesen, Jungs. Da gibt es so viel besseren Chat als auf YouTube. Ich bin einfach mal ehrlich, auf YouTube, wenn man den Chat liest, der ist absolut krampfhaft.
Mittlerweile geht's, du kannst Slow-Mode reinmachen, du kannst auch VIP-Mode reinmachen, aber im Grunde genommen ist der Chat auf YouTube, wenn man ihn nicht auf YouTube Gaming liest, absolut zum Vergessen, wenn man ehrlich ist. Die ganze Crew hat weiterhin auf YouTube gestreamt, Steini, Teasy, Broski, mega erfolgreich, wie man einfach gesehen hat. Der Channel ist gewachsen des Grauens. Die Views waren unglaublich. Broski, Team of the Year Zeit, 50.000 Live-Zuschauer. Und das wünscht man sich einfach extrem als Streamer, viele Zuschauer zu haben. Es kann mir kein Schwein da draußen erzählen, dass er lieber für 1.000 Zuschauer streamt, als für 50.000 Zuschauer. Es ist einfach so, wenn es nicht so ist, dann bin ich vielleicht der Einzige, aber dann stehe ich auch voll und ganz dahinter. Und ich glaube eigentlich auch nicht, dass ich der Einzige bin. Auf jeden Fall bin ich irgendwann ins Schwanken geraten von wegen, ey, was soll denn das jetzt? Ich bin auf Twitch, es macht doch mega viel Spaß, ich streame gerne, hab's auch in jedem Stream gesagt, dass ich gerne auf Twitch bin, aber ich habe angefangen zu schwanken. Soll ich nicht vielleicht doch wieder zu YouTube? Es pusht meinen Kanal ultra, dass ich vielleicht sowieso ein fauler Bastard bin, mich vielleicht eher lieber auf eine Plattform in Zukunft konzentriere. Ich habe mich mit den Teasys, mit Steine, mit Broski unterhalten und die haben gesagt, ist eine schwierige Entscheidung, aber wenn ich du wäre, will ich zurück auf YouTube gehen. Und ich habe mega lange überlegt, da habe ich mich vor allem nochmal mit den Teasys unterhalten, weil ich eine Zeit lang ja auch bei denen war und die sagen, ey, komm zurück hier auf YouTube, wir brauchen dich hier, bist ein geiler Streamer. Und das hat mir dann irgendwie so den Push gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich streame wieder auf YouTube. Hab dann den ersten Stream da gemacht und es lief einfach mega, mega gut. Es hat Spaß gemacht. Man konnte mittlerweile auch den Chat ein bisschen besser lesen, auch wenn er noch nicht immer so gut wie damals. Aber er war lesbar auf jeden Fall. Und irgendwie habe ich dann gesehen, Alter, mein Kanal wächst wieder. Und das will man ja auch als YouTuber. Und ich bin wirklich ein fauler Hund und deswegen streame ich auf YouTube. Das ist eigentlich ungefähr das so, wie ich es ehrlich, aus komplett ehrlich einfach nur sagen kann. Ich bin faul, es pusht trotzdem meinen Kanal. Und ja, jetzt bleibt eben noch die Frage über, was ist mit den Subscribern, warum ich die auf Twitch so im Regen sitzen gelassen habe. Und da muss ich euch recht geben, ich habe euch einfach sitzen gelassen. Und es tut mir auch mega, mega leid. Und ich habe andauernd die Frage gekriegt, wieso, warum, weshalb. Ich habe Donations gekriegt auf den YouTube-Streams, warum lässt du uns hier sitzen. Und ist natürlich schon hart, aber ich hatte von Tag 1 das gesagt, dass ich etwas machen möchte, dass ich das in diesem Video sagen möchte und deswegen mache ich das Video auch einfach nur. Das ist ein Angebot an alle meine Subscriber auf Twitch, die bei mir auf Twitch subscribed haben, bis zum letzten Monat, wo ich auf YouTube rübergegangen bin. Schickt mir an diese eingeblendete E-Mail-Adresse einen Proof mit Benutzernamen etc., dass ihr bei mir auf Twitch Subscriber seid. Ich setze mich mit euch in Verbindung und bezahle euch eure YouTube-Partnerschaft 4,99, dass ihr bei... Was für eure YouTube-Partnerschaft? Okay, nochmal eine ganz kurze Unterbrechung. Schickt mir das nicht an die E-Mail, sondern per Privatnachricht auf Twitch. Ich schicke mir eine Direktnachricht auf Twitch und dort klären wir das dann. Ich werde nicht jedem direkt ultra sofort antworten können, weil wir sind immer noch über 200 Leute dort. Aber ich werde jedem antworten, der wirklich Subscriber dort ist. Also schickt mir eine Direktnachricht via Twitch. Ich würde mich sehr freuen. Und ich bezahle jedem einzelnen Subscriber von mir auf Twitch bei YouTube die VIP-Mitgliedschaft. Ich glaube, fairer kann ich das nicht regeln. Ich glaube, so kann ich das einfach am besten regeln, dass keiner unzufrieden ist. Die bei mir auf Twitch Subscriber waren, können, wenn sie wollen, bei mir immer noch auf YouTube Subscriber sein. Und damit sollte, glaube ich, ungefähr das Problem behoben sein. Versteh mich nicht falsch nochmal zu dem Twitch-YouTube-Ding. Ich finde immer noch, Twitch ist eine geilere Plattform. Und jeder, der überlegt, auf welcher Plattform er anfangen soll zu streamen, anfangen soll, kann ich euch nur empfehlen, geht auf Twitch, es ist einfach geiler zum Streamen. Ihr habt da einfach ein besseres Streaming-Erlebnis, würde ich schon fast... Streaming-Erlebnis würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen. Aber ihr habt einfach alles übersichtlicher. Ein Kumpel von mir, Secondfield, habe ich schon mal in einem Video erwähnt, hat mega lange jetzt auf YouTube immer gestreamt, aber irgendwann hat er sich auch gedacht, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf YouTube, ich weiß nicht, ich würde auch gerne mal andere Spiele streamen. Ist er jetzt auf Twitch gegangen? Und die Entscheidung kann ich auch voll nachvollziehen, aber ich habe ihm gesagt, Digga, mach es nicht. Ich bin auf YouTube zurückgegangen und bin extrem froh darüber. Er hat es trotzdem gemacht. Also ich kann nur jedem die Entscheidung selbst überlassen. Ich kann euch nur meine Meinung abgeben, was ich besser finde zum Streamen, was aber auf jeden Fall euren Kanal mehr pusht und das ist YouTube. Also Freunde, ich hoffe mal, ich konnte mit dem Video euch ein bisschen aufklären. Ich hoffe jetzt gleich beim Schneiden, dass ich nicht bemerke, dass ich nur absoluten Humbug und durcheinander geredet habe. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Ich hoffe, es passt von der Zeit. Ich sehe nichts. Meine Kamera hat kein Umklappdisplay. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum Video.
Und dann war es das die Tage, werde ich auch natürlich streamen. Ich bin raus und ich sage noch ein Wort. Haut rein.